Herzlich willkommen bei Gartentechnik.com. Ich möchte Ihnen heute eine weitere Möglichkeit zeigen, vielleicht eine etwas einfache Möglichkeit, um Bilder in Ihre News hochzuladen. Und zwar nutzen wir dazu den Bilddienst Flickr. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Bilddienste. Ich habe mir jetzt den mal herausgesucht, weil der relativ komfortabel ist. So, das Erste, was Sie natürlich brauchen, ist ein Benutzer bei Flickr. Flickr, das schreibt sich F-L-I-C-K-R. Die Seite finden Sie bei flickr.com. Wenn Sie einen Yahoo-Account haben, sind Sie dort automatisch registriert. Ansonsten müssen Sie da eben einen Benutzer anlegen. Ich melde mich jetzt hier mal an. So. Das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist ein Bild hochladen. Hier oben, direkt in der Menüleiste, kann man den Punkt dann anklicken, hochladen. Und jetzt wird man hier gefragt, ob man das Bild hier rüberziehen möchte per Drag and Drop oder eben Fotos und Videos auswählen möchte von der Festplatte. Ich habe hier ein Bild auf dem Schreibtisch, das ziehe ich direkt hier rüber. So. Und wenn es dann soweit ist, kann ich hier oben ein Foto hochladen oder wenn es mehrere sind, eben mehrere Bilder hochladen. Jetzt wird hier nochmal gefragt, dann sage ich ja, in den Fotostream hochladen. Wunderbar. Das Bild finde ich dann auch direkt hier im Fotostream, kann es anklicken. Und es gibt hier unten dann ein Symbol, ein Rechteck mit einem Pfeil, das kann ich anklicken. Und hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann einen Link übernehmen, ich kann es freigeben per Mail oder sogar auf Facebook posten oder eben einen HTML-Code übernehmen. Das Praktische ist, ich kann hier direkt auch schon eine Bildgröße auswählen. Dann nehme ich eine etwas kleinere und der Code passt sich automatisch an. Wenn ich hier reinklicke, ist der markiert und dann kann ich mit Rechtsklick im Kontextmenü auf Kopieren gehen oder mit Steuerung ziehen. So, das war es eigentlich schon soweit auf Flickr und jetzt gehe ich in meinen Administrationsbereich. Da können Sie sich einloggen auf handel.gartentechnik.com. Wenn Sie das gemacht haben, landen Sie im Administrationsbereich und können eine neue Nachricht anlegen, entweder über Homepage, News, neue News oder hier oben Neu und News. Der Titel der Nachricht ist Flickr-Bild. Die Nachricht bleibt einen Monat lang an. Das kann man ja hier verstellen. So. Das kommt weg. Und jetzt wieder Rechtsklick und einfügen. Das war's schon fast. Es gibt nur eine kleine Ergänzung in diesem Code. Ich vergrößere das Ganze. Und zwar am Ende. Ganz am Ende gibt es hier diese lustigen Klammern. Es sieht aus, als ob jemand hier die Augen zusammenkneifen würde. Und davor muss man noch ein Slash, also ein Schrägstrich setzen. Wenn dieser Schrägstrich fehlt, kommt eine Fehlermeldung. Es ist auch so, wenn Sie die Nachricht öffnen, um die nochmal zu bearbeiten, müssen Sie diesen Slash wieder einfügen, der verschwindet. Das ist technologisch bedingt. So, jetzt kann ich das Ganze abspeichern. Die Nachrichten werden ja immer am Ende aufgeführt. Die setze ich jetzt noch auf Platz 1 meiner Webseite, speichere. So, jetzt gehe ich auf meine Webseite, aktualisiere die. Und siehe da, da ist mein Flickr-Bild. Das kann ich anklicken, dann lande ich auf Flickr. Diesen Code kann man natürlich noch verändern, aber es hat natürlich auch den Vorteil, wenn Sie jetzt mehrere Bilder in Ihrem Album haben, dann können die direkt angesehen werden, also von irgendeiner Ausstellung oder wie auch immer. Alles klar, das ist im Prinzip eine einfache Möglichkeit, diese Bilder hochzuladen. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann können Sie uns natürlich gerne kontaktieren unter der 0800 0048 266 oder aus Österreich 0800 93000 910. Nummer ist noch kostenfrei oder Sie schicken uns eine E-Mail an hilfe@gartentechnik.com. Vielen Dank. Tschüss.